Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum heutigen Screening von 2 unter Millionen. Unter den Filmemachern, die in der Filmreihe Geliebt und Verdrängt zu sehen sind, nimmt der Regisseur Viktor Vikas eine eigene Position ein. Geboren als Viktor Katz 1918 in Moskau, lebte er eine jüdische Odyssee des 20. Jahrhunderts. Nach einer Zeit in Berlin ging seine Familie, staatenlose Juden, 1933 ins Exil nach Paris, wo er eine Ausbildung zum Kameramann absolvierte. Als französischer Soldat geriet er 1940 in deutsche Kriegsgefangenschaft, konnte entkommen und emigrierte 1942 weiter in die USA, wo er seine Kenntnisse als Kameramann in die Dienste der US Army stellte. Zurück in Europa nach dem Krieg etablierte er sich ab 1947 als Regisseur für Dokumentar- und Kurzspielfilme, drehte im Rahmen des Marshallplans-Programms und realisierte während eines zweijährigen Aufenthalts in Israel 1949 bis 1951 Aufbaufilme. Seine Wurzeln liegen also im dokumentarischen, zugespitzt könnte man sagen, im nützlichen Film. Seine Spielfilmkarriere startete er erst 1953. Und alle seine Kinospielfilme entstanden in den 10 Jahren zwischen 1953 und 1963, überwiegend in der jungen Bundesrepublik. 4 deutsche Spielfilme und 3 europäische Spielfilm-Koproduktionen mit französischer bzw. italienischer Beteiligung. Seinen ersten Spielfilm Weg ohne Umkehr aus dem Jahr 1953, ein Ost-West-Film-Noir um ein deutsch-russisches Liebespaar, das nach West-Berlin fliehen möchte. Diesen Film drehte er an Originalschauplätzen im zerstörten Deutschland, vor allem ganz hier in der Nähe in Mainz. Der Film wurde mit dem Bundesfilmpreis 1954 als bester abendfüllender Spielfilm ausgezeichnet. Weg ohne Umkehr zeichnet auch bereits die Themen vor, die Vikas fortan interessieren. Grenzen, Fronten, Flucht, Gewalt, aber auch Liebe und Identität. Um diese Themen geht es auch heute Abend in 2 unter Millionen. Dem Film, den der junge Hauptdarsteller Hardy Krüger so gerne machen wollte, dass er zum einzigen Mal in seiner Karriere als Co-Produzent mit auf den Plan trat. Regisseur Vikas erkrankte nach kaum einem Drittel der Dreharbeiten so schwer, dass sein Assistent Wieland Liebske den Film zu Ende brachte. Bis heute dessen einzige Regiearbeit. Dennoch trägt die Geschichte um ein junges Liebespaar, das sich gemeinsam eine Existenz im aufkommenden Kapitalismus Westberlins aufbauen möchte, Vikas Handschrift. Voller totalen, hinter deren großformatigen Stadtbildern die einzelnen Menschen verschwinden, voll langsamer Kamerafahrten, voll tiefenscharfer Bilder, die noch das scheinbar unwichtigste Detail in den Blick nehmen, wechselt die Erzählung immer wieder von der Einzelbetrachtung zum großen Ganzen. Norbert Grob schreibt, 2 unter Millionen ist einer der verwegenen Filme, die klarstellen, dass es nach dem Kino der 1950er Jahre nicht länger um Schicksal, auch nicht um alberne Späße und schon gar nicht um das große Tun geht, sondern um zögerndes Zurückhalten, um knappe Gesten und minimales Tun. Die Einflüsse der Nouvelle Vague werden hier schon deutlich. 80% der Dreharbeiten fanden außerhalb des Ateliers statt, wiederum an Originalschauplätzen in Berlin. Diese sind teilweise eindeutig zu identifizieren. Zwar wurde die Zonengrenze verlegt, aber das Terrassencafé am Bahnhof Zoo, die Eckkneipe in der Oberbaumstraße, der Kudamm bei Nacht sind bis heute erkennbar. Der unmittelbare Bezug zur politischen und sozialen Gegenwart zieht sich durch Vikas deutsche Spielfilme. Nicht nur auf thematischer Ebene, sondern vor allem auch visuell. Neben den genannten authentischen Schauplätzen verwendet er in seinen Filmen häufig reale Beobachtungen und Geschichten.
Dies dient nicht nur der inhaltlichen Glaubwürdigkeit von Vikas Filmen. Es entstehen dadurch vor allem Zeitfilme. Filme ihrer Zeit, ihre Zeit spiegelnd und gewissermaßen ästhetisch diskursiv begleitend. Dabei ganz der visionären Kraft eines Kinos jenseits aller Genregrenzen verpflichtet. Politisch und poetisch zugleich. Der Begriff des Chronisten fällt einem ein, wenn man Vikas Spielfilmarbeiten in der jungen Bundesrepublik betrachtet. Die Dreharbeiten zu 2 Untermillionen jedoch wurden von ihrer Zeit überholt. Der Mauerbau hatte bereits stattgefunden, als der Film am 12. Oktober 1961 in die Kinos kam. Ich wünsche Ihnen nun viel Vergnügen bei einer Reise zurück ins Berlin am Vorabend des Mauerbaus. Thank you.